Hallo und herzlich willkommen zum 11. Spiel der Zuschauerduelle. Yay, gewonnen! Also zumindest ist die Vorrunde. Wie man sieht, mit unserem Kumpel Winex vom letzten Mal. Was spiele ich denn? Achso, ja, lass mal hin. Geh ja mal einmal. Ja gut, ich sehe hier gerade im Chat, das Passwort hat anscheinend nicht funktioniert. Muss ja mal aber gegangen sein. Weil, ja, anscheinend, also entweder war das Spiel schon weg oder voll, weil wie gesagt, es kann halt wirklich nur einer, aber normal als Zuschauer zu gucken können eigentlich mit dem Passwort. Oh, weiß die Drachen, ich bin ja begeistert. Ist wahrscheinlich treffen. Mal gucken, was ich hier mache. Ich habe ja nicht, mir hier was über die Kantkarten drüberlegen will. Allerdings, das hat nicht so wirklich gedacht habe, aus dem ganz einfachen Grund. Ich hätte jetzt hier einen schwarzen Balken drüberlegen können. Allerdings, das hätte mir ja nichts gebracht, den sieht man hier links trotzdem noch. Ey, das ist ja eine super Hand, ich bin ja begeistert. Kann trotzdem was machen. Das ist jetzt nicht so der Hit, aber gehen wir halt mal voll auf Exit. Was machen wir da jetzt? Welche nehmen wir denn? Nehme ich jetzt, gehe ich gleich auf die große. Eine kann er mir wegsaugen, das bedeutet, wenn ich auf den, von denen, ja, machen wir das so. Ich auf den. Dann, Rangsteigerung mit Astralkraft. Ich hau mir jetzt gleich den großen so oder so hin. Auch wenn er mir jetzt eine ab, ist gar keine Rolle. Und hohe CPU-Auslastung. Das ist nicht so schön. Ich muss mir da wirklich noch was überlegen, wie ich das dann mache. Über zwei Rechner streamen, dann würde theoretisch gehen. Das Problem an der Sache ist, ich... zack, setzen wir den ein bisschen runter. Das Problem ist halt wirklich, ich krieg das nicht gesplittet. Ich sehe gerade, Überfallraptoren werden von mir gern gespielt, sondern auch von anderen. Kann ich verstehen. Ist ein Stick, vor allem jetzt, weil hauptsächlich spezialbeschworene Monster gespielt werden. Ja, das ist ja jetzt... Wer hätte denn damit gerechnet? Die ist kürzer, als ich erwartet habe. Aber gut, irgendwas ist ja nun mal immer. Und es ist wirklich ein bisschen ablenkend, dass ich nebenbei auch noch mit dem Chat gucken kann, muss, Dorf. Und hier auch noch nebenbei ein bisschen gucke, ob die offen haben. Einziger Vorteil ist, das Ding hat jetzt noch 1-4. Wenn ich nicht eine Zauberkarte ziehe, sieht sich vielleicht doch noch ein bisschen rauskomme. Halte ich allerdings für unwahrscheinlich. Astral. Ich könnte jetzt... ich habe eine Idee, aber ich bin mir unschlüssig. Ich mache das jetzt so. Leider nicht genug Angriffspunkte, das gute Stück. Warte mal. Chat ist ziemlich merkwürdig. Das ist ziemlich kacke. Die Zuschauerliste rausgezogen, die wird aber nicht automatisch aktualisiert. Aus irgendeinem Grund. Das ist sehr toll. Ich entschuldige mich auf jeden Fall jetzt schon mal, falls ein paar nervende Dinger sind. Warface. Warface. Komm, lass sein. Ja gut, das muss ich mir aufheben. Es ist jetzt nicht Schnier drinne, weil ich ja gleich am Anfang... Warte mal kurz. Slackt nebenbei. Ja, warte mal, das ist natürlich nicht so geil. Sieht nur scheiße, ja. Wie man sieht auch. Ach du Schande.
Gut, gut. Ja, setzen wir den noch. Ich vermute, ich weiß, was da kommt. Allerdings, was soll es? Ich bin da mal nicht so. Es würde mich jetzt auf jeden Fall trotzdem interessieren, ob das jetzt wirklich leckt oder beziehungsweise ob es extrem leckt, weil wenn ja, kann ich nur noch mal gucken, ob ich dann eventuell auch umschwenke, ob es da dann besser läuft. Und wenn nicht, muss ich mir wirklich noch was anderes überlegen. Weil genau genommen hantiere ich hier Rechner. Also normal offen im und so klappt wunderbar. Und zusätzlich zu der Gurke, mit der ich hier gerade unterwegs bin, habe ich das dass ich nur eine 6K-Leitung habe. Erstaunlicherweise dreimal so viel Upload, wie ich eigentlich haben sollte. Was ich jetzt nicht so tragisch finde. Allerdings, ja gut, irgendwas ist halt immer. Wie gesagt, würde mich interessieren, ob es leckt. Ein Face, nee. Da muss man echt aufpassen hier. Nee. Was ist das denn? Muss ich mich verarschen? Gut. Jetzt mal so rum. Hauen wir die beiden mal weg. Mal gucken, was bei rauskommt. Aha. Ja. Gut. Königlicher. Direkt nicht stören. Wartet mal. Erstmal Verlockung. Das Problem ist jetzt außerdem, kann nicht dingsen. Ich kann dadurch, dass ich kein Partner bin, das nicht so machen, dass ihr bei euch die Qualität einstellen könnt. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen nervig. Ich nehme jetzt ja, machen wir das so rum. Sonst würde es vielleicht ein bisschen besser gehen. Wir werden mal nach dem Spiel gucken, wie es läuft. Wäre halt auf jeden Fall schon mal cool, wenn irgendwas nervig ist. Das ist dann auf jeden Fall. Oder hier jetzt bei dem Duell als Zuschauer. Habe ich das drinne? Ja gut. Als Zuschauer kann man hier auch mit reinschreiben. Also es sollte kein Problem sein. Dass es mich dann halt eventuell mal wissen lässt, was denn jetzt die hier Phase ist. Weil es dann doch schon ziemlich interessant wäre, um ehrlich zu sein. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich nehme den da. Ist ja egal jetzt gerade. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen nervig. Verstehe auch gerade nicht, was hier so los ist, weil Belastung CPU bei 45%. Ergibt Sinn. Ich verstehe es nicht wirklich. Es kann sein, dass es vielleicht ein Codierungsfehler ist und dass er den nicht identifizieren kann. Aber jetzt kommt der da. Ja gut, das Spiel haben wir dann wahrscheinlich doch mit verkackt. Honest am Anfang war halt wirklich ein bisschen. Nicht wirklich. Ja, es ist jetzt Ende. Greift jetzt an, 4000. Ich kann das zwar, einen Versuch hab ich noch. Allerdings hilft ihr mir nicht wirklich. Weil ich kann jetzt den Kampfschaden auf 0 setzen. Und flöten. Wenn ich jetzt nicht irgendwas Cooles ziehe, ist sowieso erstmal aus. Vor allem, ja, ich habe jetzt den da, den kann ich alleine nicht. Ja, es ist echt schlecht. Es ist schlecht. Ziehen. Ja, es bringt mir nicht wirklich was alles. Oh ja, super. Ja, das Spiel hat er. Spiel hat er. Alles, was ich jetzt noch machen kann, ist das da. Das kann er annullieren. Obwohl, weil es nur auf dem Feld. Zauber auf dem Spielfeld aktiviert wird. Ja gut, das könnte er nicht auch nichts bringen. Oder? Wenn dann Mainface im Spielfeld in den
Du kannst okay, verbannen und dann. Obwohl, ich verbanne mal Dinger und hole Dinger. Könnte ja theoretisch gehen in dieser Endphase, wenn ich lese es mir jetzt nicht durch, das ist mir jetzt zu anstrengend. Ja, aber ist so. Auf jeden Fall in der Endphase müsstet ach nee. Es ist, weil ich den Überfallmaterial habe, angefangen während der Endphase, ja. Das war's, das ist vorbei. Da passiert jetzt nichts mehr, der ist unbetroffen, das ist alles ja relativ nutzlos gegen den 4000er. War aber auf jeden Fall lustig. Ja. Spiel ist vorbei. Ja. Schund auf der Hand. Ich sehe schon. Zweimal den Gesang. Ja, genau, nur schon dich, ja. Ja, ich bin begeistert, dezent begeistert. Los, komm jetzt hier. Zieh noch irgendwas richtig Fieses. Ne. Ja, mach ich den jetzt. Warum? Der greift jetzt an, 500, und dann hat er nochmal 9000, 10400. Also, ja, er kommt dezent rüber. Ja gut. Hat mir jetzt trotzdem leckt es? Ja, nein, vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Gut. Wie man nie sehen hat, wenn man das Pech laufen, bringt einem auch der Große nicht. Das ist halt wie bei den meisten Dingern. Also wie bei Cosmo eigentlich im Allgemeinen. Mit Angriffspunkte kriegt man hier so ziemlich jedes Deck erstmal klein. Da muss man halt aber erstmal auf Angriffspunkte kommen. Auf jeden Fall, euch hat's gefallen und ich sage mal, so viel bis dahin. Bis zum nächsten Mal.